Du bist die Person, du bist die Frontfrau, der Frontmann. Du bist die Person, die vorne steht mit einer Positionierung und einer Gegenpositionierung und mit einem Gefühl. Und deswegen geht es jetzt in diesem Video um deine Gefühle. Mit welchem Gefühl bist du denn sichtbar? Mit welchem Gefühl machst du deine Videos? Und ich möchte dir mindestens drei Tipps heute mitgeben, die dir helfen, ab sofort in einer höheren, besseren Energie zu sein, um Menschen wirklich abzuholen. Denn es geht nicht nur um den Inhalt. Der Inhalt macht vielleicht 10 oder 20% aus. Die Wahrheit ist, es geht um dich, um deine Energie, um deine Freude, die du ausstrahlst. Deswegen lass uns heute mal anschauen, was verhindert Freude. Und das sind Gefühle, die viele Menschen haben, die vielleicht aus dem Kollektivbewusstsein kommen, keine Ahnung woher, vielleicht kennst du sie auch. Es ist zum Beispiel das Schuldgefühl. Ein Schuldgefühl für irgendwelche Dinge. Kann ich das tun? Habe ich da später schon mal Probleme bekommen als Kind, was gar nichts mit dem Online-Business zu tun hat? Aber dieses Gefühl fühlst du plötzlich, wenn du ein Video machst, wenn du live gehst. Es kribbelt, es ist diese innere Aufregung. Viele meiner Kunden erzählen mir, sie haben oft ein schlechtes Gefühl aufgrund von Situationen in der Schulzeit, vor dem Klassenlehrer, vor der Klasse, im Sportunterricht. Situationen, wo Bewertung stattfand, Situationen, wo man im Mittelpunkt stand. Situationen, wo man jetzt Angst hat, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke und live gehe oder ein Video mache oder jetzt in YouTube einstelle oder meinen Podcast mache, oh mein Gott, die Welt wird mich bewerten, die Welt wird mich beobachten und die Energie, geht nach unten. Wer von euch kennt solche Situationen, wo bewusst diese Schuldgefühle hochkommen? Und ich kann dir sagen, die meisten kommen unbewusst hoch. Im Unterbewusstsein ist das alles, sitzt das alles fest und es holt dich in solchen Momenten wieder ein. Und schreib mal in die Kommentarfunktion Schluss mit Schuldgefühlen. Das ist der erste Schritt, dass du für dich festlegen kannst oder deinem Unterbewusstsein den Befehl geben kannst, ab heute keine dieser Schuldgefühle mehr. Das zweite ist ein Schamgefühl. Schamgefühl schwächt deine Willenskraft, deine Handlungskraft, deine Energie. Und auch dieses Gefühl ist nicht immer bewusst. Wer von euch kennt das? Man schaut vielleicht noch mal, wie sind meine Haare? Wie sehe ich aus? Bin ich überhaupt gut, wie ich bin? Kann ich das sagen? Kann ich das anziehen? Wovon ist zu viel, wovon zu wenig? Es ist auch ein Gefühl, was bewusst vorhanden ist, aber auch unbewusst. Und viele meiner Kunden haben auch da, wenn wir tiefe transformatorische Prozesse machen, finden sie im Unterbewusstsein auch Situationen, oft in der Kindheit, das kann Kindergartenzeit sein, Schulzeit, Studium, wo sie teilweise solche Probleme hatten, die im Unterbewusstsein gelöst werden. Danach sind sie befreit, können Beiträge schreiben, ihre Sprache sprechen, ihre Worte sprechen, auch Wörter benutzen, wie das kotzt mich an, das nervt mich gerade, das sehe ich gerade überall und das kann nicht sein, es kotzt mich an, dass das und das auf der Welt passiert. Ich verabscheue, dass die Menschen das und das miteinander tun. Je nachdem, was deine Positionierung ist, trau dich mal richtig auf die Kacke zu hauen. Trau dich, deine Sprache zu sprechen, in deiner Energie. Trau dich mal so richtig rauszulassen. Und wenn du heute mindestens zwei Erstgespräche haben möchtest, dann schreib mal in die Kommentarfunktion: Ich spreche meine Wahrheit. Ich hau auf die Kacke. Schreib es rein, so wie es sich für dich gerade stimmig anfühlt, wie du Spaß hast, wie du sagst, ja, heute spreche ich Klartext, heute halte ich nichts zurück.
Heute sag ich, was mich wütend macht. Heute spreche ich an, was ich mir wünsche für die Welt, für die Menschen. Heute nehme ich meine Zielidentität ein. Heute bin ich voll und ganz für die Menschen da. Und dann musst du einfach nur regelmäßig live gehen, und zwar täglich. Täglich, täglich, täglich. Schreib mal in die Kommentarfunktion, okay, okay. Ich gehe täglich live oder mache täglich einen Beitrag. Ich bin täglich präsent mit neuem Content. Und falls du schon täglich live gehst, dann gratuliere ich dir. Dann schreib mir in die Kommentarfunktion, mache ich schon. Dann brauchst du einen besseren Leitfaden, ein besseres Wording, ein besseres, knackigeres Problem, wo die Menschen sich bei dir finden und sich am Ende auch bei dir melden. Und als nächster Tipp, schau, wenn du live gehst oder Videos produzierst oder Podcast oder deinen YouTube-Kanal regelmäßig befüllst, woran hast du wirklich Freude? Über welches Problem sprichst du gerne? Wie sprichst du gerne? In welcher Energie? In welchem Umfeld? Wie passt das in deinen Tagesrhythmus? Was macht dir Spaß? Über was sprichst du? Und wer bist du, wenn du sprichst? Wer bist du wirklich? Bist du die Person, die du jetzt gerade bist? Oder bist du schon die Zielidentität? Die Person, die vielen Menschen hilft? Die vielleicht mehr als 10 Erstgespräche hat pro Woche? Die jeden Tag Erstgespräche hat und jeden Tag Verkäufe hat, Abschlüsse hat, Umsatz hat? Und auch bei meinen Kunden merke ich immer wieder, dass es für sie schwierig ist, wenn sie das, was sie noch nicht auf ihrem Konto haben, jetzt mit Leichtigkeit und Freude generieren wollen. Manche haben bereits viel auf dem Konto, haben noch das Problem dieser alten Schwere, dieser antrainierten Schwere, die im Unterbewusstsein sitzt, dass das alles schwer ist, dass das alles Überwindung kostet. Das kann man auch im Unterbewusstsein lösen. Und manche meiner Kunden haben die Herausforderung, dass sie noch kaum Buchungen haben, kaum Erstgespräche. Wenn Sie mit dieser Energie aus diesem Mangel heraus jetzt hochwertig Content produzieren, spüren das die anderen Menschen über ihr Unterbewusstsein. Das sind meine Tipps für deine 10 Erstgespräche pro Woche. Für wen von euch war das wertvoll, der schreibt mal rein, das war wertvoll. Und ich bitte dich, fang heute an, dies umzusetzen. Geh gleich jetzt live. Mach jetzt gleich ein Video oder sprich einen Podcast auf. Ich wiederhole nochmal. Erstens brauchst du eine gute Positionierung gegen Positionierung. Zweitens verbinde dich mit deiner Zielidentität. Drittens verabschiede dich von diesen ganzen Scheißgefühlen, Schuld, Scham, Angst vor Ablehnung, Angst vor was weiß ich, all deinen Ängsten und sprich deine Wahrheit. Lass diese Ängste los. Schreib sie hier gerne noch in die Kommentarfunktion und lass sie auf diese Art und Weise einfach gehen. Wichtig ist, du musst sie dir nur bewusst machen. Denn die meisten Ängste sitzen unbewusst in dir. Und dann gehst du einfach, machst was, sprichst über ein Problem, denn du bist, richtig, eine Problemlöserin, ein Problemlöser. Löse die Probleme deiner Zielgruppe. Deine Zielgruppe wird dich lieben. Wenn du dabei Herausforderungen hast, lade ich dich heute, jeden Dienstag ein, zu meiner Mindset Masterclass, wo ich mit dir, mit der Gruppe, einen tiefen transformatorischen Prozess mache für genau diese Themen, damit du befreit bist, damit du Freude hast, damit du in der Leichtigkeit bist, damit du Spaß hast, damit du deine Wahrheit sprichst, damit du in deiner Energie bist
damit du nicht das Gefühl hast, du hast wie so eine innere Handbremse. Damit du lebst, damit du teilnimmst am Leben. Damit du wirklich auch, wenn du Videos machst oder in Situationen gerätst, die für dich neu sind oder fremd sind, damit du sie genießen kannst. Damit du nicht aus irgendwelchen Lehrbüchern irgendwelchen Scheiß abschreibst oder dich verstellst oder das versuchst umzusetzen, den Menschen versuchst, ein Gefühl zu geben. Das merken sie. Sie merken, wenn du nicht authentisch bist. Und dann verstellst du dich noch mehr und noch mehr und machst noch mehr. Und du entfernst dich immer mehr von wem? Richtig, von dir selbst. Und du wirst, ohne es zu merken, irgendein künstlicher Mensch, ein aufgeblähter Mensch, der kein Herz mehr hat, der keine Freude mehr hat, der einfach nur irgendwas machen will, weil er Umsatz machen will. Wenn du noch nicht richtig weißt, wie du deine Positionierung findest, deine Gegenpositionierung, wie du regelmäßig live sein kannst, wie du dir einen Leitfaden aufbauen kannst, dann melde dich an für die Masterclass. Am Dienstag 20 Uhr wirst du immer eine Transformation erleben für deine Gefühle der Leichtigkeit, der Freude, des Spaßes, dass wirklich alles leichter ist und anders ist als ein bisheriger, gewöhnlicher, langweiliger Bürojob. Das bedarf einer Transformation. Sonst gehst du in dein Online-Business mit dem Mindset, am Beispiel einer Schreibmaschine, gehst du an den Laptop mit dem Mindset einer Schreibmaschine. Und es wird schwer und es wird nicht funktionieren. Du brauchst dieses Mindset der Leichtigkeit, der Freude fürs Online-Business. Wenn du Unterstützung möchtest, wie du dir eine Online-Verkaufsmaschine aufbauen kannst, dann sei am Donnerstag 20 Uhr live dabei, wenn ich dir zeige, wie du eine Online-Verkaufsmaschine aufbaust, damit du regelmäßig Kunden hast, regelmäßig Interaktion, regelmäßig Erstgespräche, Freude, Umsatz und über dich hinaus wachsen kannst, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag. Und ich lade dich ein, meinen Kanal zu abonnieren, damit du im nächsten Video noch mehr erfährst und lernst, wie auch du dein Online-Business gerade jetzt leichter aufbauen kannst. Denn jetzt ist die Zeit, wo alles digitalisiert wird, was zu digitalisieren geht. Alle Lernkurse, alles, was an Dienstleistung ist, an Wissensvermittlung, an Prozessen, die stattfinden, auch zwischen Prozessen, die man nicht digitalisieren kann. Es wird alles digitalisiert. Und wenn du jetzt schon dabei bist und dir dazu Fragen hast, melde dich gern bei mir. Schreib mir, was gerade deine Herausforderung ist bei dieser Digitalisierungswelle. Und ich sage danke für dich hier in meinem Leben. Danke, danke, danke. Wenn Sie jetzt jemanden vor sich haben und Sie versetzen den in Gedanken in das erreichte Ziel, du hast es geschafft, ja, du bist auf dem Weg und du hast das Potenzial, das überzeugt die Seele des anderen, dass er es schafft. Das ist ihre Überzeugung, die sie übertragen. Und diesen Prozess, den trainiere ich mit meinen Teilnehmern jeden Morgen 8.30 Uhr live. Wow. Jeden Morgen, also Montag bis Freitag, mache ich 8.30 Uhr so einen Tagesstart, damit sie eben jeden Morgen aufwachen und in dieses Ziel hinein fühlen, denken und das manifestieren. Und zu sehen, was aus mir wird, wie ich wachsen kann und wie ich meine Kunden unterstützen kann. Anne, vielen Dank. Hey, wenn du dir noch nicht ganz klar bist, ob deine Positionierung die richtige ist oder ob sie bei anderen gut ankommt, dann komm einfach zu Annes Workshop. Du hast Leute, mit denen du dich austauschen kannst und deinen Aha-Effekt mit Sicherheit bekommst. Danke, Anne. Ich kann es nur jedem raten, sowas mal mitzumachen. Man kommt einfach weiter. Vor allen Dingen, man kommt wirklich mit dem ganzen Team endlich mal an sein eigenes Mindset. Danke, Anne, dass ich dabei sein darf. Und ich empfehle es zu 1000% allen Frauen weiter, die richtig durchstarten wollen.
bin Dagmar und Führungskräftecoach. Und mit Vertrieb habe ich überhaupt nichts am Hut. Aber wenn du wissen willst, wie es geht, dann komm zu Anne-Christine in den Workshop.